Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, ein Wemocat TB007. Der hat Platz für zwei 1,5 Liter Flaschen. Von oben her sieht das so aus, dass es also relativ klein 7 Liter Inhalt. Hier ein Deckel, nur aufgelegt mit diesen zwei Magneten hier. Das Modell ist der Wemocat TB007. Das hat nichts mit James Bond zu tun, aber an sich ist das Ding konzipiert für Baumaschinen und Traktoren, Mähdrescher und so weiter. Weil es ist sehr klein, aber wir haben hier einen thermoelektrischen Kühlschrank drin. Also ein thermoelektrisches Kühlsystem. Preislich sind wir hier über 300 Schweizer Franken. Also wenn wir vergleichen, eine thermoelektrische Kühlbox, die liegt preislich bei 75. Und hier haben wir das Gleiche, nur wir haben ein stärkeres Kühlelement drin. Wir kommen auf Leistung, aber dieses Teil braucht 1400 Wattstunden Strom pro Tag. Wenn wir da vergleichen, eine 45 Liter, verlinke ich euch oben, diese Box, die braucht um die 200, also 7-mal weniger. Und die hat dann 45 Liter Inhalt und die nur 7 Liter Inhalt, wegen dem die 07 vom James Bond. Von den Abmessungen her, wir haben hier eine Länge von 276, also eine Tiefe oder Breite, das spielt gar keine Rolle. Von der Höhe haben wir eine Höhe von 430 und die Breite hier so ist 160. Und es gibt ein Befestigungskit dazu, das ist ein Blech, wo man diese Box einfach nur reinstellen kann. Also nichts Besonderes, neben dem Führerstand im Mähdrescher oder im Traktor oder eben einer Baumaschine, die nicht heißt wie eine Katze, Cat, sondern halt anders. Ja, das soll es gewesen sein. Das ist ein thermoelektrisches Kühlsystem. Also das sind Wohnmobil, das ist, könnt ihr vergessen, weil mit den 1400 Watt Stromverbrauch ist das eine richtige Energieschleuder, wie halt thermoelektrische Boxen sind. Aber bei einer Baumaschine, die läuft den ganzen Tag, da habt ihr genügend Dampf vorne oder hinten oder wo dann halt der Motor sitzt. Und was der Strom zieht, spielt eigentlich in der Baumaschine oder im landwirtschaftlichen Fahrzeug keine Rolle mehr. Ja, hier den Link zu dieser Kühlbox und ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag.